Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. In diesem wird über das Verbot der Informationen für den Schwangerschaftsabbruch diskutiert. Grund ist, es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, die den entsprechenden Paragraphen 219a aufheben möchte. Dieser Paragraph ist schon seit längerem Jahr in der Diskussion. Da geht es darum, dass vorher es keine sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche geben durfte. Das bedeutete, dass Ärzte zum Beispiel auf ihrer Website nicht schreiben durften, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Union hat dann mit der SPD in der Großen Koalition lange darüber diskutiert. Damit war man aber letztendlich mit dem Konsens, der dann geschaffen wurde, auch nicht zufrieden. Und Marco Buschmann, Bundesjustizminister, spricht jetzt dazu. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vor ziemlich genau 30 Jahren, im Frühling 1992, arbeiteten Abgeordnete der SPD-Fraktion und Abgeordnete der FDP-Fraktion an einem Gruppenantrag. Dieser Gruppenantrag hatte die Veränderung des damaligen Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches zum Gegenstand, und er enthielt bereits alle wesentlichen Eckpunkte der noch heute geltenden Beratungslösung. Er setzte sich durch in einem Verfahren von insgesamt 7 Anträgen, und wenige Zeit später ist dieses Papier in einen Gesetzentwurf überführt worden, der dann auch die Mehrheit im Haus fand, und das ist bis heute das geltende Recht. Warum erwähne ich das hier? Immer wieder wird falsch behauptet, die Entscheidung, die wir heute treffen über 219a, sei eine Respektlosigkeit oder gar Unterhöhlung des Lebensschutzkonzeptes von 218. Und dazu möchte ich 2 Dinge sagen. Uns muss niemand den Respekt vor diesem historischen Kompromiss lehren. Es waren unsere politischen Vorgänger, die ihn geschmiedet und vorbereitet haben. Zweitens. Es ist eine juristische, eine politische und eine historische Wahrheit, dass § 218 des Strafgesetzbuches und § 219a nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist keine Beeinträchtigung des Lebensschutzkonzepts. Ich bitte, diese Wahrheit zu akzeptieren. Das, worum es heute eigentlich geht, kann man an der Lebenswirklichkeit erkennen. Und stellen Sie sich dazu bitte eine junge Frau vor, die schwanger ist, die in Erwägung zieht, diese Schwangerschaft zu unterbrechen. Da stellen sich sehr schwierige Fragen, und es gibt im Regelfall ein großes Bedürfnis nach Orientierung, nach Information. Und in unserer digitalen Wirklichkeit führt dieses Bedürfnis doch natürlich in sehr vielen Fällen ins Internet, weil dort eine gefühlte Anonymität und Privatheit herrscht und deshalb die Schwelle, dort nach Informationen zu suchen, doch erstmal niedriger ist, als sich einem Dritten, vielleicht einem fremden Menschen anzuvertrauen. Das ist die Lebenswirklichkeit. Und die Rechtslage dort, die sieht heute wie folgt aus. Im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake-News-Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, der Sachlichkeit und der Aufklärung, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen. Das ist doch absurd. Das ist ein Anachronismus. Das ist eine Ungerechtigkeit. Und es ist die Konsequenz aus 219a, und deshalb schaffen wir ihn ab, meine Damen und Herren. Drei Sorgen möchte ich an dieser Stelle nehmen, weil das ja wirklich eine ernsthafte Debatte ist, die wir führen müssen. Die erste Sorge möchte ich noch mal sagen. Diese Rechtsänderung hat keine Auswirkung auf das Lebensschutzkonzept von § 218 des Strafgesetzbuches. Zweitens. Die Gefahr abstoßender, irreführender Werbung besteht nicht. Denn wir haben in unserem Entwurf das Heilmittelwerbegesetz so erweitert, dass es auch Schwangerschaftsabbrüche, die nicht medizinisch indiziert sind, mit umfasst. Das heißt, die strengen Regeln des Heilmittelwerbegesetzes gelten auch hier. Und das Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte gebietet ohnehin, nur sachlich zu informieren und keine reißerische Werbung zu betreiben.
Und eine dritte Sorge möchte ich nehmen, die auch immer wieder geäußert wird. Geht es darum oder führt es dazu, dass ein Schwangerschaftsabbruch dadurch wahrscheinlicher wird? Aber darum geht es gar nicht. Wir wollen, dass eine Frau, wenn sie es möchte, informierter entscheiden kann. Und das sollte in einer aufgeklärten Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein, meine Damen und Herren. Einen letzten Gedanken möchte ich sagen, weil wir in unserem Gesetzentwurf auch für die wenigen, aber schwerwiegenden Fälle, wo es schon zu einer Verurteilung kam, eine Rehabilitierungslösung aufgenommen haben. Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, denn das ist immer ein Eingriff in die Gewaltenteilung, aber es geht hier um wenige Fälle. Und das ist, glaube ich, deshalb richtig und wichtig, weil wir die verurteilten Ärztinnen und Ärzte nicht auf den Gnadenweg beim Bundespräsidenten zwingen wollen. Sie sollten nicht um Gnade bitten müssen, sondern wir sollten das Problem aus der Welt schaffen. Wir hätten es schon im letzten Bundestag tun können. Der Gesetzgeber hätte schon handeln können. Die Mehrheit war da. Die Kraft, die die alte Koalition nicht hatte, hat dazu jetzt die Fortschrittskoalition. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat hier den Gesetzentwurf verteidigt, damit Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden möchten, sich oder das überlegen, sich besser informieren können. Die Unionsfraktion hat einen Antrag eingereicht, in dem sie fordert, den Schutz des ungeborenen Kindes beizubehalten, so nennt sie es. Und für die Unionsfraktion spricht jetzt Nina Wagen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, auch wenn Sie sich bemüht haben, hier ein anderes Bild abzugeben. Es ist schon erstaunlich und macht mich auch sprachlos ein Stück weit, mit wie wenig Sensibilität Sie an das Thema rangehen. Und in den letzten Tagen konnte man einige Äußerungen von Ihnen dazu auch lesen. Sie sprechen von Befreiungsschlag, wird groß auf der Webseite der FDP angekündigt. Ein Befreiungsschlag für die Frau. Und damit zeichnet sie ein völlig falsches Bild der derzeitigen Lage. Und das finde ich schon verantwortungslos. In Deutschland sichert das geltende Recht den Zugang zu einem medizinisch korrekten Schwangerschaftsabbruch innerhalb von 12 Wochen nach der Zeugung. Allein aufgrund der Entscheidung der Schwangeren, ohne jedes strafrechtliche Risiko, unabhängig von der finanziellen Situation. Und ca. 100.000 Frauen machen davon jedes Jahr Gebrauch. Keine einzige hat ein strafrechtliches Risiko. Einzige Voraussetzung ist eine Beratung. Dort wird umfassend über Hilfen und Ansprüche informiert, aber eben auch über das Lebensrecht des Kindes. Anschließend liegt die Entscheidung allein bei der Frau. Diese Regelung, meine Damen und Herren, stellen wir nicht in Frage. Aber wir sind auch klar der Meinung, dass es keine zusätzliche Werbung braucht. Bei Ihrem Gesetzentwurf geht es keineswegs nur um Informationen auf den Praxiswebseiten, auf die die Schwangere nur stößt, wenn sie gezielt danach sucht. Das sind Ihre Beispiele, liebe Kollegen der Ampelfraktionen, und die Gesetzbegründung schlicht nicht ehrlich. Wenn Sie nur das wollen, dann legen Sie doch auch einen Gesetzentwurf vor, der auch nur das ermöglicht. Die geplante Streichung von 219a ermöglicht, anders als Sie heute wieder behaupten, viel mehr. Zum Beispiel Werbung in den sozialen Medien, Anzeigen und Plakate. Sie richten sich nicht reißerisch, aber aktiv an die Zielgruppe. Und das sehen wir genau in Ländern ohne Werbeverbot. Werben Kliniken, bei wem der Abbruch am günstigsten oder am schnellsten geht und bei wem die Atmosphäre am freundlichsten ist. Und das ist nach unserer Auffassung mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des Ungeborenen unvereinbar. Ein Schwangerschaftsabbruch ist keine normale ärztliche Heilbehandlung. Er beendet einmaliges, individuelles, menschliches Leben, und es darf nicht verharmlost werden. Und auch das Bundesverfassungsgericht fordert, dass das Gespür für das Lebensrecht des Kindes im allgemeinen Bewusstsein erhalten bleiben muss. Werbung ist mit den Grundrechten und mit der Würde des Ungeborenen nicht vereinbar. Werte Kollegen der Regierungsfraktionen, wir liegen nicht auseinander beim Blick auf die schwangere Frau. Jeder kann nachempfinden,
dass eine ungewollte Schwangerschaft einen massiven Konflikt auslösen kann. In einer solchen Situation ist es absolut selbstverständlich, dass sie sich als erstes im Netz informiert. Meine These ist allerdings, dass sie jede medizinische Information über die verschiedenen Varianten von Schwangerschaftsabbrüchen und auch die Liste der Bundesärztekammer mit den Praxen und Kliniken mit wenigen Klicks im Netz findet. Und wo es ihnen eigentlich da genau fehlt, sagen sie auch nicht klar. Und es gibt natürlich jede Möglichkeit, sich unmittelbar beim Arzt über alle Details zu informieren, indem man zum Beispiel dort anruft. Sie tun so, als gäbe es da irgendein Tabu. Und das ist doch Unsinn. Außerhalb von Werbung gibt es keinerlei Limit bei der Information. Und trotzdem sind wir in unserem eigenen Antrag auch offen dafür, den Umfang der sachlichen Information auf der Webseite der Ärzte zu erweitern. Wo wir auseinanderliegen, werte Kollegen, der Ampel ist beim Blick auf das Ungeborene. Und dass dieser wichtige Aspekt in Ihrer Argumentation kaum eine Rolle spielt, ist für mich unfassbar. Sie weichen dieser Frage auch heute in den Reden und Anträgen aus, das Kind kommt darin nicht vor, oder Sie sprechen bloß von Schwangerschaftsgewebe. Aber sagen wir doch mal, wie es ist. Von Anfang an sind alle genetischen Anlagen festgelegt. Von Anfang an gibt es eine bruchlose, kontinuierliche Entwicklung. Und das Bundesverfassungsgericht hat es auf die Formel gebracht. Das Ungeborene entwickelt sich von Anfang an als Mensch und nicht erst zum Menschen. Und daraus folgen Grundrechte des Ungeborenen. Und diese müssen auch bei der Wahrung der alleinigen Entscheidung der Frau dann natürlich berücksichtigt werden. Es erfordert ein Schutzkonzept zugunsten des Kindes mit der Beratung und mit dem Verbot von Werbung. Und noch kurz ein paar Gedanken zur Situation der Ärzte. Drei wichtige Punkte. Erstens, viele Ärzte führen aus Gewissensgründen keine Abbrüche durch. Da spielt 219a überhaupt keine Rolle. Zweitens, es ist klar und ohne jeden Graubereich geregelt, welche Informationen auf den Webseiten der Ärzte zulässig sind. Unklar ist die Regelung bisher nicht. Vielmehr wird sie erst durch ihren Gesetzentwurf unklar. Und drittens, eine aktive Ansprache von Patientinnen ist auch heute schon möglich. Meine Damen und Herren, kurzum, wir sind bereit für gezielte Verbesserungen. Eine Streichung von 219a lehnen wir aber ab. Vielen Dank. Die Rede von Nina Wagen war das aus der Unionsfraktion. Ich habe es eben schon angedeutet, es gab in der vergangenen Legislaturperiode in der Großen Koalition einen Minimalkonsens, dass man gesagt hat, man kann zwar als Arzt informieren, aber nicht über das Wie, sondern nur, dass man einen Schwangerschaftsabbruch anbietet. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Carmen Wecke. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrte Damen und Herren. Gerade bin ich versucht, kurz innezuhalten, aufzuschauen und diese Situation zu genießen. Denn dies ist der Moment, für den so viele Frauen jahrzehntelang auf die Straße gegangen sind. Dies ist der Moment, für den so viele Ärztinnen und Ärzte gekämpft haben. Dies ist der Moment, in dem wir endlich in das parlamentarische Verfahren zur Streichung von 219a aus dem Strafgesetzbuch eintreten. Dies ist der Moment, der uns Frauen ein Stück weit die Hoheit über ihre Körper zurückgeben wird. Es ist ein schöner Moment. Allen, die bis jetzt nicht nachvollziehen können, warum dies ein schöner Moment ist, denen sei Folgendes gesagt. 219a trat am 26. Mai 1933 in Kraft und ist ein Paragraph des NS-Unrechtsregimes. Es ist eine Regelung, die vorgeschoben nach außen zum Ziel hatte, dafür zu sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht verharmlost und kommerzialisiert werden. Tatsächlich ist diese Regelung aber eine Manifestation des patriarchalen und frauenfeindlichen Naziregimes. Tatsächlich hatte diese Regelung zum Ziel, Frauen durch den Mangel an Informationen dazu zu bringen, nicht abzubrechen und es ihnen deutlich zu erschweren. 219a ist damit ein gutes Beispiel dafür, dass überall dort, wo rechte Parteien an der Macht sind, Frauenrechte eingeschränkt werden. Und es ist erschreckend, dass es 89 Jahre gedauert hat, bis wir diesen Missstand beheben können. Denn schon längst ist klar, dass 219a nur zu drei Dingen führt. Erstens die Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die Frauen in Notsituationen beistehen. Zweitens, dass die medizinische Versorgungslage in Deutschland für Frauen sehr, sehr schlecht geworden ist. Und drittens, dass Frauen aufgrund des Mangels an Informationen über den Abbruch keine freie und differenzierte Entscheidung treffen können.
Denn bei 219a geht es eben nicht um Werbung, so wie das leider immer wieder von der Union suggeriert wird, sondern um Informationen. Und nein, das ist auch kein kleiner, sondern ein großer Unterschied. Wir Frauen werden endlich Zugang zu allen Informationen haben, die wir benötigen, um eine Entscheidung fällen zu können. Wer führt Abbrüche durch und welche Methoden sind dabei möglich? Das sind die relevanten Fragen, die ich als Frau in einer solchen Situation beantwortet haben möchte. Und endlich dürfen mir das auch Ärztinnen und Ärzte sagen und nicht irgendwelche YouTube-Stars, für die diese Regelung nämlich nicht gilt. Wer glaubt, dass die Streichung von 219a dazu führen wird, dass Ärztinnen auf einmal zu reißerischer Werbung in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche neigen werden, der kennt sich außerhalb des Strafgesetzbuches meiner Meinung nach nicht gut aus. Nicht nur das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb steht reißerischer Werbung in diesem Bereich entgegen, auch die Berufsordnung der Landesärztekammern. Das ist die rechtliche Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um aber trotzdem jeden rechtlichen Zweifel auszuräumen, werden wir mit diesem Gesetzesentwurf auch das Heilmittelwerbegesetz anpassen, das hat der Minister schon gesagt, und den Anwendungsbereich auf Schwangerschaftsabbrüche ausweiten. Dieser Gesetzesentwurf ist daher über jeden Zweifel erhaben. Und dieser in den Raum gestellte Vorwurf gegenüber den Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland Abbrüche durchführen, ist nicht nur absurd, sondern meiner Meinung nach auch respektlos. Daher möchte ich meine Redezeit auch nutzen, um hier diesen Ärztinnen und Ärzten Danke zu sagen. Danke, dass ihr uns Frauen, die auf eure Hilfe angewiesen sind, beisteht. Stellvertretend dafür danke Christina Hähnel, die durch ihre Prozesse vor Gericht das Problem noch mal deutlicher in die Öffentlichkeit getragen hat. Danke an Dr. Bettina Gaber und Dr. Verena Weyer aus Berlin, die klar benannt haben, dass der Kampf gegen 219a ein feministischer Kampf ist. Danke an Dr. Detlef Merchel, der sich standhaft geweigert hat, die sachlichen Informationen auf seiner Website runterzunehmen. Und danke an Dr. Friedrich Stapf, der trotz seiner 75 Jahre nicht mit seiner Arbeit aufhört, weil sonst ein Drittel der Frauen in Bayern, die einen Abbruch vornehmen wollen, nicht mehr versorgt werden. Danke dafür. Es ist folgerichtig, dass das Unrecht, das ihnen durch die Kriminalisierung zugefügt worden ist, wieder gut gemacht werden muss. Es ist folgerichtig, dass wir durch den heute vorliegenden Gesetzesentwurf alle Urteile, die auf Grundlage von 219a gefällt worden sind, aufheben werden. Es ist folgerichtig zu sagen, in dem zur Verfügung stellen von Informationen kann kein Unrecht liegen. Es tut uns leid. Heute. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion? Nein, danke. Weil ich komme jetzt zu meinen letzten paar Sätzen, und die sind mir sehr wichtig. Heute ist ein guter Tag. Das ist ein schöner Moment. Gewöhnen Sie sich dran. Wir gehen vorwärts, niemals zurück. Vielen Dank. Carmen Wegge hat das hier einen schönen Tag genannt. Heute wird allerdings noch nicht über diesen Gesetzentwurf abgestimmt, sondern der wird nach dieser ersten Lesung in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen und kommt dann noch mal ins Plenum. Und dann wird hier darüber diskutiert. Nächster Redner in dieser Debatte ist nun Thomas Seitz, rechtspolitischer Sprecher. Es gibt erst eine Kurzintervention aus den Seiten der Unionsfraktion. Frau Kollegin Bayram, es kommt immer nur Vernünftiges von mir, denke ich doch. Frau Kollegin Wegge, ich habe eine Anmerkung. Ich hätte eigentlich eine Frage gehabt, aber das kann man auch, denke ich, in dieser Kurzintervention klären. Ich habe mir noch mal angeschaut, ich war bis zum Einzug in den Deutschen Bundestag circa 2 Jahrzehnte Strafrichter. Und was wir in der 18. Wahlperiode, was der Deutsche Bundestag in der 18. Wahlperiode hier beschlossen hat, und da ging es um dieses strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz wegen der diskriminierenden Verurteilung homosexueller Straftäter. In diesem Zusammenhang hat man auch beschlossen, dass diese Urteile aufzuheben sind, um diese diskriminierenden Entscheidungen zu beseitigen, dass das aus dem Bundeszentralregister soweit noch eingetragen getilgt wird.
weil, das war die Grundlage des Ganzen, man, wie ich es schon betont habe, gesagt hat, das war schreiendes Unrecht. Sind Sie der Meinung, dass die Verurteilung, die Kollegen oder Kolleginnen von mir in den letzten Jahren, es waren ja nur wenige, wegen Verstoßes gegen 219a StGB gemacht haben, schreiendes Unrecht dargestellt werden, mit dem der deutsche Rechtsstaat nicht leben kann und weshalb es diese Urteile alle aufzuheben sind? Der Kollege Buschmann hat von der Durchbrechung der Gewaltenteilung dieser Verfassung gesprochen. Sind Sie der Meinung, dass an dieser Stelle die Gewaltenteilung durchbrochen werden muss? Frau Kollegin, Sie können antworten. Ja, ja, ich sage es noch mal kurz. Ich habe das eigentlich in meiner Rede beantwortet. Aber ja, wir gehen davon aus, dass es schreiendes Unrecht ist, weil es geht hier um Informationen. Und wer Informationen teilt und deswegen bestraft wird, das ist eine politische Entscheidung, dass wir das als so großes Unrecht einordnen. Und es ist eine richtige. Soweit die Kurzintervention von Axel Müller und die Erwiderung von Carmen Wegger. Und jetzt kommen wir zum nächsten Redner hier in der Debatte, Thomas Seitz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zurück zur Sachlichkeit. Der vorgelegte Gesetzentwurf redet von reproduktiver Selbstbestimmung als Euphemismus für die Tötung ungeborener Kinder. Wahrheitswidrig wird behauptet, dass es Rechtsunsicherheit bei der Zulässigkeit öffentlicher Informationen über Abtreibungen gäbe. Dabei ist eindeutig, dass Ärzte öffentlich auch jetzt schon darüber informieren dürfen, ob sie Abtreibungen durchführen, nur nicht wie. Das Bundesverfassungsgericht hat unverrückbare Grenzen gezogen. Zitat: Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Und weiter: Ein solcher Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. Zur Erfüllung dieser Schutzpflicht muss der Staat ausreichende Maßnahmen ergreifen, um einen angemessenen und wirksamen Schutz zu erreichen. Dies ist der Grundsatz des Untermaßverbots. Wesentlich für das Schutzkonzept ist die Trennung zwischen Beratung und der Durchführung der Abtreibung. Öffentliche Informationen über Abtreibung durch Ärzte, die diese selbst durchführen, sind mit dem Schutzkonzept nicht vereinbar und genau deshalb verboten. Es stimmt einfach nicht, dass § 219a das Auffinden eines geeigneten Arztes erschwert und die medizinische Versorgung beeinträchtigt. Denn es dauert keine Minute, um im Internet die Seite familienplanung.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu finden. Die Seite informiert umfassend. Egal ob zur Rechtslage, Beratungsschein oder Methoden der Abtreibung und ihre Kosten. Nach Postleitzahlen sortiert sind für das gesamte Bundesgebiet Ärzte und Kliniken aufgeführt, die Abtreibungen anbieten. Man findet nicht nur Adresse, Telefon, E-Mail und Homepage, sondern auch Angaben zur angebotenen Methode und zu Fremdsprachen. Egal ob Persisch oder Swahili, in Baden-Württemberg gibt es ein Angebot zur Abtreibung auch in diesen Sprachen. Die leichte Verfügbarkeit der Informationen zeigt, dass es in Wahrheit keinen zu beseitigenden Missstand gibt. Worum geht es dann? Das zeigt in erbarmungsloser Offenheit der Antrag der Linken, ein Antrag, für den ich wirklich dankbar bin. Natürlich nicht dankbar für die ethischen Abgründe, die sich darin auftun, aber wohl für seine schonungslose Ehrlichkeit. Offen wird hier als Regierungsziel gefordert, mit der Abschaffung von § 218 Abtreibung bedingungsfrei zu erlauben, also bis unmittelbar vor der Geburt. Mehr Perversion des Rechts ist kaum vorstellbar. Der Wille der Koalition, alle Strafurteile zu § 219a generell aufzuheben, also bewusst auch alle Fälle von grob anstößiger oder irreführender Werbung, verdeutlicht, dass es in Wahrheit auch ihr darum geht, das Verbot der Abtreibung infrage zu stellen. Nur sagt man es eben nicht so offen wie die Linken, das nenne ich Salamitaktik. Eine Abtreibung ist aber kein normaler medizinischer Eingriff, sondern sie beendet vorsätzlich menschliches Leben. Niemand unterstellt Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, es sich einfach zu machen.
Aber wir als Gesellschaft dürfen eine Abtreibung auch nicht zu einfach machen. Zur sexuellen Freiheit gehört auch, sich eigenverantwortlich vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen. Und der Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln ist definitiv heutzutage keine Hürde mehr. In Diskussionen mit Schülern war ich zuletzt entsetzt über die Erosion des Bewusstseins für Recht und Unrecht. Für viele ist Abtreibung nur nachgelagerte Empfängnisverhütung und eine Selbstverständlichkeit. Und das darf die Tötung menschlichen Lebens niemals sein. Bei um die 100.000 registrierten Abtreibungen jedes Jahr brauchen Frauen mehr Unterstützung, damit sie sich für ihr Kind entscheiden. Es braucht keine grundgesetzwidrige Förderung der Abtreibung, sondern eine Willkommenskultur für Kinder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, Sie sehen es. Wir zeigen hier auch schon ein Bild aus der Ostseeküste. In der Nähe des Weißenhäuser Strands findet ja das Treffen der Außenminister der G7-Staaten statt. Und wir erwarten Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, dort zu einem Statement. Solange bleiben wir aber natürlich in der Debatte. Und dort spricht eine weitere Ministerin, Lisa Paus, Bundesfamilienministerin. Herr Präsident, liebe KollegInnen, liebe BürgerInnen. Die Streichung des Paragraphen 219a ist längst überfällig. Wer anders als die Schwangeren sollte entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchten oder können? Wer anders als Frauen sollte darüber entscheiden, wann und in welchen Abständen sie Kinder bekommen? Und wer anders als MedizinerInnen sollte diesen Frauen beistehen und sie über einen Abbruch informieren? Es geht um fundamentale, es geht um existenzielle Fragen, um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung, um das Recht von Frauen, über ihren Körper zu entscheiden. Und selbstverständlich ist auch das Recht des Kindes auf Leben ein Menschenrecht. Spielen wir doch beide Rechte nicht gegeneinander aus. Alle Statistiken zeigen, es ist die gute Beratung, die Frauen Mut macht für ein Leben mit einem Kind. Und nicht die Androhung von Strafe und erst recht nicht die Aktionen von Abtreibungsgegnern, die schwangere Frauen vor Beratungsstellen belästigen und zu Kriminellen erklären. Das sogenannte Werbeverbot untergräbt das Recht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung und ihr Recht, sich über Abtreibungen zu informieren. Und es ist schlicht zynisch, dass ÄrztInnen dafür Strafverfolgung fürchten müssen, meine Damen und Herren. Es ist gut, dass wir den Paragraphen 219a nun aufheben. Frauen, aber unsere ganze Gesellschaft brauchen rechtssichere Lösungen für alle Lebenswirklichkeiten. Und als Bundesfamilienministerin freue ich mich riesig über den Erfolg der frühen Hilfen, die Bundesstiftung Mutter und Kind oder auch unsere Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung vor ungewollter Kinderlosigkeit. Reproduktive Rechte sind leider nicht selbstverständlich. Sie geraten immer wieder unter Druck. Das zeigt jetzt auch der Entwurf des US Supreme Courts. Und auch in europäischen Nachbarländern deuten sich geschlechtspolitische Rollbacks an. Der Fraktion rechts von uns allen scheint das zu gefallen, wie wir gerade hören konnten. Dieses Gesetz und die Debatte heute haben eine wichtige Signalwirkung. Diese Bundesregierung steht an der Seite der Frauen und zu ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und deshalb wollen wir auch einen zweiten Schritt gehen und die Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des StGB treffen. Um diese hochkomplexen juristischen Fragen zu klären, setzen wir eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung ein. So wie sich Frauen auf medizinische Leistungen verlassen dürfen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, sollen sie künftig auf medizinische Leistungen vertrauen können, wenn sie sich gegen ein Kind entscheiden. Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren. Ich bin sicher, gemeinsam mit ExpertInnen und meinen Kollegen vom Bundesjustizministerium und vom Bundesgesundheitsministerium werden wir gute Antworten finden. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin.
Die Bundesfrauenministerin Lisa Paus war das. Die Linksfraktion hat hier auch einen Antrag eingereicht, in dem sie fordert, den Paragraphen 218 zu streichen. Da geht es darum, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten sind. Heidi Reicheneck spricht jetzt für die Linke. Sehr schön, liebe KollegInnen. Nach über 90 Jahren wird der Nazi-Paragraph 219a, mit dem Frauen und ÄrztInnen entmündigt und drangsaliert werden, bald endlich der Vergangenheit angehören. Dafür sorgen wir jetzt. Die Bezeichnung Werbeverbot ist aber einfach nur widerwärtig und untergräbt noch heute den Kampf der Frauen für körperliche Selbstbestimmung. Denn das ist doch der Kern, um den es hier geht. Es geht nicht um Werbung, es geht um neutrale und umfassende Informationen über einen medizinischen Eingriff. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Krings, CDU-Fraktion. Verlängert übrigens auch Ihre Redezeit. Günter Krings aus der Unionsfraktion hat eine Zwischenfrage. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich will nur einen einzigen historisch sachlichen Punkt richtigstellen, weil er mehrfach jetzt falsch genannt worden ist. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Vorgängerparagraf dieses Werbeverbotes, was hier heute jedenfalls deutlich eingeschränkt werden soll, nicht in der Nazizeit entstanden ist, sondern in der Weimarer Republik, einer Vorgängerdemokratie, die sicherlich nicht perfekt war, aber wo demokratische Parteien gestritten haben, auch um solche Themen. Und dort ist er konzipiert worden, ist in der Tat erst 1933 ins Gesetzblatt gekommen, aber konzipiert worden in der Weimarer Zeit, ein historisches Faktum. Sind Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen? Sehr geehrter Kollege, ich nehme die Rede halt gerne zur Kenntnis. Ich finde, meine Kollegin von der SPD hat das schon sehr gut dargestellt, wie der historische Verlauf war. Und meine letzte Rede, der Sie ja auch sehr interessiert gelauscht haben. Ich erinnere mich an Ihre Zwischenrufe. Da habe ich auch noch mal ganz genau dargestellt, in welchem Geist dieser Artikel entstanden ist und dieser Paragraph umgesetzt wurde. Und Sie können die gern noch mal anhören. So. Aber gut, ich mache dann mal weiter, weil wenn ich dann nämlich höre, liebe CDU-CSU, das sind Zitate von Ihnen, man muss ja nicht jede Mode mitmachen und Abtreibungskliniken werben dann so wie Schönheitskliniken und gerade eben wieder, dann gibt es die zielgruppenspezifische Werbung, dann frage ich mich ja, welches Raumbild haben Sie eigentlich? Denken Sie wirklich, dass irgendeine Frau sagt, Mensch, das ist ja mal eine spannende Erfahrung, so eine Abtreibung, jetzt mache ich das? Oder Mensch, was für eine schöne Broschüre, dann mache ich wohl eine Abtreibung. Glauben Sie, dass Frauen so denken? Ja, ich merke schon, alles klar. Sie merken schon selbst, wie absurd das klingt, ja? Die aktuelle Kompromissregelung der Großen Koalition ist ein Elend. Und wenn die CDU-CSU dieses Elend denn jetzt mit ihrem Antrag auch noch festklopfen will, liebe Kolleginnen, dann sage ich mal stellvertretend für die Mehrheit des Hauses und der Gesamtgesellschaft, nö. Oh, doch. Die Streichung von 219a, und ja, das ist richtig, ist nur der erste Schritt, den wir gehen müssen. Schwangerschaftsabbrüche, die auf den Wunsch der Schwangeren durchgeführt werden, müssen endlich entkriminalisiert werden. Auch das EU-Parlament und die Weltgesundheitsorganisation fordern exakt das. Deswegen muss auch Paragraph 218 endlich weg. Und deswegen brauchen wir nicht nur eine Kommission, die darüber diskutiert, ob 218 fällt, sondern wie. Und wir brauchen diese Kommission sofort. Doch aktuell steht nicht mal fest, wer darin wie arbeiten soll, von der Einrichtung ganz zu schweigen. Deswegen fordern wir in unserem Antrag auch, dass reproduktive Gerechtigkeit endlich zum Regierungsziel erklärt wird, damit wir auch endlich vorankommen. Und mal zum Thema nachgelagerter Verhütung, wie das gerade von der AfD benannt wurde, was ja, ich sage dazu wenig. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt erwarten, dass jeder Mann, der keine Kinder will, eine Vasektomie durchführen lässt. Das wäre doch mal was, ne? Scheint aber auch ein bisschen absurd, absolut übergriffig. Aber man erwartet ja schließlich von Frauen auch, dass sie Hormone schlucken, die massive Nebenwirkungen haben. Man erwartet von Frauen, dass sie für die Pille danach eine demütige Beratung über sich ergehen lassen. Und eigentlich erwartet man ehrlicherweise von Frauen auch, dass sie noch die Kondome dabei haben, um am Ende mit irgendeinem Typen diskutieren zu müssen, dass sich das ja nicht so toll anfühlt. Ja, Sie sollten vielleicht auch mal was rauchen von der AfD. Vielleicht sind Sie dann mal Frau Kollegin, ein bisschen entspannter. Am Ende die Frauen, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch. Ach nee. War das nun ein Nein oder nur ein Stoßseufzer? Verhütung ist doch schon die komplette Verantwortung der Frau, während es Forschung zu Verhütungsmethoden für Männer kaum gibt. Und nach all dem kriminalisieren wir Frauen auch noch und machen ihnen den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen so schwer und teuer wie möglich. Frauen mit Geld, ja, die können zu einer weit entfernten Praxis fahren, sich ein Hotel erlauben, sie fahren notfalls für eine Abtreibung über die Grenze. Aber stellen Sie sich mal vor, 200 Kilometer Anfahrt. Und wir verlassen die Aussprache an dieser Stelle und schauen Richtung Weißen Haus. Das ist und bleibt. Endlich dafür sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden. Wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass die Pflicht.
being kept in Ukraine because Russia is not allowing millions of tons of corn being exported in the world is a big, big danger. So therefore it's really good that we are focusing now at the session at the Und deshalb ist es wirklich sehr gut, dass wir uns hier konzentrieren auf die globale Lebensmittelkrise. Wir können da nur die Spitze des Eisbergs im Augenblick sehen. Wir wissen, dass wenn die Klimakrise im Sommer die Welt trifft, dass dann die Lage noch schlimmer wird. Deshalb hatten wir schon jetzt vereinbart, dass wir eine politische Antwort als G7 geben müssen. Die industrialisierten Staaten, die Demokratien weltweit, wir übernehmen unsere Verantwortung, um diese Krise in Angriff zu nehmen und schnell zu handeln. Wir haben auch unsere eigenen Initiativen begonnen. Jeder weltweit ist es aber auch wichtig, schnell zu handeln. Wir kommen dann nachher noch einmal darauf zurück, wenn wir die Tischumfrage machen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir heute nicht nur debattieren, sondern 7 Zusagen als G7-Länder verabschieden, um zu zeigen, dass wir vorbereitet sind. Wir wollen gegen diesen Nahrungsmittelkrieg vorgehen, den Putin weltweit angezettelt hat. Vielen Dank. Und Melanie beginnt jetzt mit dieser Sitzung. Wir bedanken uns bei den Medien und wir werden uns dann später sehen. Soweit also die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Und damit sind wir auch schon wieder zurück in der Debatte. Sie haben keine Rednerin verpasst, nur den Anfang von Canan Bayran von Bündnis 90 Die Grünen. Wir hören in ihre Rede rein. Im Krankenhaus landen oder im schlimmsten Fall sterben. Der sichere Zugang zu medizinischer Versorgung ist Lebensschutz, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch so scheinheilig, wenn die CDU/CSU ihren Antrag schreibt, und Sie haben es in Ihrer Rede ja auch noch peinlicherweise wiederholt, Frau Kollegin, ohne 219a könne nicht sichergestellt werden, dass Schwangerschaftsabbrüche künftig nicht kommerzialisiert werden. Da frage ich Sie, geht's noch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union? Das ist so respektlos gegenüber den Ärztinnen und Ärzten. Und das ist respektlos gegenüber den Frauen, die diesen Schutz brauchen. Damit machen wir jetzt Schluss, meine Damen und Herren. Wir von der Fortschrittskoalition machen Schluss mit der unsachlichen Kriminalpolitik der CDU und Schluss mit der Bevormundung von Frauen. Wir stehen für Versorgungssicherheit und Selbstbestimmung. Und wenn wir schon einmal dabei sind, freue ich mich auch schon darauf, dass wir uns als Ampel noch so vorgenommen haben. Erstens machen wir Schwangerschaftsabbrüche zum Teil der ärztlichen Ausbildung, damit mehr Ärztinnen die Abbrüche anbieten können und Frauen überall Zugang dazu haben. Zweitens werden wir die Möglichkeiten schaffen, die Kosten der Schwangerschaftsabbrüche zu übernehmen. Und drittens werden wir das System der Schwangerschaftsabbrüche im Strafrecht auf den Prüfstand stellen. Denn für uns steht fest, Selbstbestimmung darf kein Verbrechen sein, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, erlauben Sie noch eine Zwischen- oder Nachfrage von Frau von Storch? Offensichtlich nicht. Die Störche sind vorbei. Es ist gerade Storchenzeit, wenn ich darauf hinweisen darf. Gut, ich akzeptiere das. Also die AfD-Fraktion wünscht eine Kurzinterpretation. Frau von Storch, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich zu äußern. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Intervention zulassen. Ich habe eine Frage an Frau Bayram, die richtet sich an alle die, die hier für dieses Abschaffung des Werbeverbots auch gerichtet haben. Aber Sie sind jetzt adressiert. Sie reden alle über die Frauen und das Recht der Frauen in extenso. Das Einzige, was bei Ihnen nie vorkommt, ist das ungeborene Kind. Das findet in Ihrer gesamten Debatte nicht statt. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen,
Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ab welchem Moment Sie anerkennen, dass das ungeborene Kind ein Mensch ist, das volle Menschenwürde hat, das ein Lebensrecht hat, das leben darf und das man nicht mehr antasten darf. Sagen Sie mir, ab welchem Monat Sie der Meinung sind, dass eine Abtreibung nicht mehr zulässig sein soll. Bis wann muss ein ungeborenes Kind um sein Leben fürchten? Und ab wann, nach Ihrer Anschauung, ist das Leben des ungeborenen Kindes lebenswert? Frau Kollegin Bayram, Sie können antworten. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau von Storch, ich stelle fest, dass Sie das Thema immer noch nicht verstanden haben und auch keinen wertvollen Beitrag zu dieser Debatte liefern können. Insoweit hätte Ihre Fraktion Ihnen das Recht einräumen können, zu dieser Debatte zu diskutieren. Der Beitrag Ihres Kollegen Seitz hat eigentlich das Desinteresse Ihrer Fraktion an einer vernünftigen Debatte an diesem Punkt deutlich gemacht. Und Ihre Kurzintervention war nicht dazu geeignet, das in ein anderes Licht zu rücken. Deswegen steht für meine Fraktion fest, wir werden das Thema weiter sachlich bearbeiten. Und wir wollen den Lebensschutz für alle Beteiligten durch medizinische Information sicherstellen, indem wir den Paragraphen 219a streichen. Vielen Dank, Frau Kollegin Bayram. Sie haben die Frage beantwortet. Das mag Ihnen ja, ich versuche gerade zu erklären, sie hat geantwortet. Ob sie das zufriedenstellt oder nicht, liegt nicht mehr im Ermessen des Präsidiums. Noch einmal, sie hat die Frage beantwortet im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im Rahmen ihres Verständnisses. Insofern mehr können wir dazu nicht tun. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dorothee Beer, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im Vorfeld dieser Debatte mir überlegt, dass uns sicherlich heute im Haus hier eine gewisse Ernsthaftigkeit eint und dass uns heute hier auch im Haus eint, zu überlegen, was ist für jede einzelne Frau, was ist aber auch für das ungeborene Kind, fürs ungeborene Leben das Wichtigste. Und es ist eine Debatte, die, auch wenn man seit vielen, vielen Jahren, ja schon seit Jahrzehnten hier am Rednerpult stehen darf, eine, die sehr, sehr emotional ist und eine, die keinen kalt lassen kann und wo es meines Erachtens auch keine einfachen Lösungen gibt und kein richtig und kein falsch. Und deswegen war ich tatsächlich schockiert, entsetzt, traurig, sehr geehrte Frau Kollegin Wegge, mit welcher Art und Weise Sie hier aufgetreten sind. Sich hier hinzustellen und zu sagen, ich genieße es, es ist ein schöner Moment, muss ich wirklich sagen, schauen Sie sich Ihre Rede vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren nochmal an, erklären Sie vielleicht irgendwann Ihren Kindern, was Sie heute hier abgezogen haben. Es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, es ist doch nicht der Geist, den diese Debatte atmen sollte. Und wir müssen uns doch auch immer wieder klar machen, wer uns heute zuschaut. Uns schauen heute Frauen zu, vielleicht mit 3 Kindern, von denen wir nicht wissen, dass sie, um überhaupt diese 3 Kinder zu bekommen, schon 6 Schwangerschaften hinter sich hatten. Und schauen Frauen zu, die keine Kinder bekommen können. Ich habe vorhin noch mit jemandem gesprochen, die mit 20 Jahren das erste Mal oder das einzige Mal auch abgetrieben hat und die jetzt in einer Kinderwunschbehandlung ist. Das ist sehr emotional, die Frauen, die uns heute zuschauen. Es schauen uns Frauen zu, die Sternenkinder haben. Es schauen uns Frauen zu, die viele Fehlgeburten hatten, die Abtreibungen hinter sich haben, die vielleicht Regenbogenkinder haben. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn wir schon über diese Debatte heute sprechen. Auf der einen Seite fördergründig 219, aber wie es ja auch deutlich wurde, in vielen Redebeiträgen, dass es eigentlich um den 218er geht, dass es ein bisschen seriöser hier auch vonstatten geht.
Und was mich auch stört bei der Ampel, ist eben diese Frage, bitte? Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion? Nee, jetzt nicht. Was mich auch wahnsinnig stört, ist, dass Sie es mit Fortschritt begründen, mit Selbstbestimmung, mit Freiheit und dass Sie so tun, als ob wir auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Frau nicht in den Mittelpunkt stellen. Das tun wir nämlich. Und natürlich geht es um Selbstbestimmung und natürlich geht es darum, dass eine Frau entscheiden kann. Das kann sie aber. Und wir trauen den Frauen eben auch zu, dass sie sich selber entscheiden können, nachdem sie eine ordentliche Beratung eben auch hinter sich haben. Weil das können Sie doch auch nicht abstreiten. In so einer hochemotionalen Situation muss jemand die Möglichkeit haben, mit jemandem Neutralen zu sprechen. Muss jemand die Möglichkeit haben, eben auch begründet werden im Anschluss mit dem Arzt, ja. Aber erst mal eine neutrale Beratung in einer hochemotionalen Phase. Und meine Kollegin Nina Wagen hat es ja ausgesprochen. Meine Kollegin hat es ja gesagt, wie notwendig das ist, dass eben auch immer jemand an der Seite der Frau ist. Weil die Frau wird die Entscheidung ihr ganzes Leben bei sich tragen, egal ob sie das Kind austrägt oder nicht. Das muss man doch immer auch im Hinterkopf haben. Und ich möchte mich noch mal der Meinung auch von der Kollegin Wagen anschließen. Wir können doch so eine Debatte nicht führen, indem kein einziges Mitglied der Ampel nicht auch noch vom Kind spricht. Und wir können doch auch diese Debatte nicht führen. Wir können doch diese Debatte nicht führen, wenn sich hier jetzt auch, was die Strafgesetzbuch und Ähnliches betrifft, wenn Sie hier eine Lex Helene durchführen wollen. Das ist mit uns nicht zu machen. Eine Ärztin, die von Zellhaufen spricht. Eine Ärztin, die noch nicht mal akzeptiert, dass es ein Embryo ist, ein werdendes Leben. Jeder, der mal schwanger war, jeder, der erfährt, dass er schwanger ist, bei seiner Frauenärztin, bei seinem Frauenarzt liegt, ein Ultraschall bekommt und in der sechsten Woche schon das Herz schlagen hört, schon merkt, dass da Leben am Wachsen ist. Und dann zu sagen, das ist nur ein Zellhaufen und es ist ein normaler Eingriff wie jeder andere, das ist mit uns als Union auf keinen Fall zu machen. Und niemand trifft so eine Entscheidung leichtfertig. Fast niemand, würde ich sagen. Fast niemand, wenn man sich einige Interviews diese Woche durchgelesen hat von Jutta Ditfurth und Ähnlichen. Meine zweite Abtreibung war die schönste, das lasse ich mal dahingestellt. Aber die Mehrheit trifft sie nicht leichtfertig. Und ich kann Ihnen nur sagen, unterstützen Sie unseren Antrag. Wir wollen Paragraph 219a nicht abschaffen. Wir wollen ihn erhalten, wir wollen ihn verbessern. Wir wollen weitere Informationsmöglichkeiten für Ärztinnen und Ärzte. Wir wollen ergebnisoffene Beratung. Wir appellieren an Sie als Bundesregierung, mit den Ländern zu sprechen, dass es eben überall in allen Regionen auch Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir wollen rechtliche Voraussetzungen, dass auch die Kosten für ärztlich verordnete Verhütungsmittel übernommen werden. Und ich freue mich tatsächlich auch über eine seriöse, weitergehende Beratung, möchte aber abschließend noch kurz an die beiden Minister, die heute gesprochen haben, auch appellieren. Letzter Satz, Herr Präsident. Herr Buschmann hat das Ganze heute ja sehr sachlich, sehr down to earth, 219a hier besprochen. Frau Paus hat schon den 218er ins Spiel gebracht. Ich bin auf die Beratungen gespannt und hoffe, dass die Bundesregierung das in einer seriösen Art und Weise macht, weil uns ist es wahnsinnig wichtig. Vielen Dank. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dorothee Beer hat hier gesprochen. Die Fraktion muss an der Redezeitdisziplin noch ein bisschen arbeiten. Das ist also die Überziehung von fast immer einer Minute ist irgendwie nicht hinzunehmen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hat um eine kurze Intervention. Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention aus der Grünen Fraktion, Ulle Schaus. Ich muss feststellen, dass Sie von der Unionsfraktion, Kollegin Beer hat das jetzt gerade noch mal sehr deutlich gemacht, aber auch Sie, Frau Wagen, und auch in den letzten Debatten, das, was Sie in den letzten Jahren zu Paragraph 219a immer wieder gemacht haben, noch mal fokussiert haben, zu einer Spitze zu treiben, zu sagen, das ist eine permanente Vermischung in diesem Gerüst, von dem Sie sprechen, mit 218. Der Justizminister, die Frauenministerin haben es sehr deutlich gemacht. Das ist tatsächlich einfach falsch. Dass Sie das behaupten, hat damit zu tun, dass Sie tatsächlich immer und immer wieder auf das Gleiche hinaus wollen und auch in Ihrer moralisierenden, emotionalisierenden Rede mit Schuldzuweisungen, mit denen Sie natürlich die ganze Zeit hier auch austeilen, geht es darum, und das muss ich einfach feststellen, dass Sie eines tun. Sie prägen eine extreme Misstrauenskultur gegen Frauen, gegen die Selbstbestimmung von Frauen und vor allen Dingen gegen die Informationsfreiheit und das Berufsrecht von Ärztinnen. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage an Sie stellen, Frau Kollegin Beer.
Würden Sie zu Ihrer Frauenärztin oder zu Ihrem Frauenarzt gehen und ihm ins Gesicht genau das, was Sie hier an Misstrauenskultur jeder Ärztin und jedem Arzt in diesem Land, des Versorgungsauftrags, den wir gegenüber für ungewollt Schwangere haben. Jedes Land hat diesen Versorgungsauftrag und es wird immer schwieriger, die Versorgungslage sicherzustellen. Würden Sie einer Ärztin Ihres Vertrauens genau dieses Misstrauen, was Sie hier seit Monaten und seit Jahren in diesen Bundestag tragen, würden Sie das einer Person, der Sie anvertrauen, Ihre Gesundheit ins Gesicht sagen? Das würde ich wirklich gerne von Ihnen wissen. Und würden Sie einer Frau auch ins Gesicht sagen, die ungewollt schwanger ist, dass Sie das moralisch, was Sie hier auch immer vortragen, auch verurteilen? Würden Sie das tun? Frau Kollegin Wehr, Sie können jetzt antworten. Ehrlicherweise erlebe ich Sie moralisierend und nicht uns. Und auch wenn Sie es... Und auch wenn Sie es ehrlicherweise nichts angeht, sage ich es Ihnen trotzdem. Ich habe ein hervorragendes, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem eigenen Frauenarzt. Und der stimmt mir in dieser Debatte und insgesamt in dieser ganzen Diskussion voll und ganz zu. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Leni Breimeyer, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Minister Buschmann, liebe Ministerin Paus, wir haben zusammen den Koalitionsvertrag verhandelt im Bereich Gleichstellung und es war nicht so schnell klar wie der Punkt, dass wir in dieser Koalition den Paragraphen 219a ersatzlos streichen und es ist gut so. Und wir haben in der gleichen Verhandlung verabredet, dass wir zum Paragraph 218 und Reproduktionsmedizin eine Kommission einsetzen werden, die sich mit diesen Dingen befasst. Und sehr geehrte Frau Kollegin Bär, wenn Sie die Rede von heute nach der Kommission gehalten hätten, hätte sie gepasst, aber zum 219a hat sie wirklich nicht gepasst. Aber die CDU spricht in ihrem Antrag und heute auch in den Debatten von der Banalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, von fehlender Ernsthaftigkeit der Debatte. Und da sage ich mal, da können Sie von der Union sagen, dass das ungeborene Kind bei uns ausgeblendet würde. Das ist einfach dummes Zeug. Schauen Sie nicht durch Ihre konservative Brille, schauen Sie die Realität von Frauen an, die sich in einer solchen Konfliktsituation befinden und die eventuell vor einem Schwangerschaftsabbruch stehen. Weil wir ja jetzt heute schon wieder so viel gehört haben zum geschichtlichen Abriss, habe ich noch mal nachgeschaut. Die Weimarer Republik hat bei Schwangerschaftsabbrüchen die Strafe von Zuchthaus auf Gefängnis gesenkt und 1933 wurden dann wieder erhebliche Verschärfungen bis zur Todesstrafe vorgenommen und auch die Ankündigung und Anpreisung wurde wieder unter Strafe gestellt. Das ist der Fakt und jetzt tun wir fast 100 Jahre daran rumdiskutieren und ich bin froh, dass wir jetzt den 219a endlich streichen. Denn wir haben in der letzten Legislaturperiode das Problem leider nicht lösen können. In unserer Vorschwangerschaft zur Koalition sind wir der Union da ziemlich weit entgegengekommen. Das Problem haben wir aber nicht gelöst, weil in der Bundesärztekammer in der Liste finden sich längst nicht alle Kliniken und alle Praxen, die abtreiben. In Baden-Württemberg mit 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind gerade mal 16 Kliniken und Praxen aufgeführt. In einer Unistadt wie Freiburg oder Ulm nicht eine einzige. Das heißt, die Frauen finden eben nicht die Informationen, die sie brauchen. Und auch wenn die Ärzte und Ärztinnen, was die auf ihren Homepages schreiben, da gehört ja auch noch dazu, dass Fragen über die Möglichkeit von Narkose und Betäubung zur Kostenübernahme, zur Nachsorge, mitzubringende Unterlagen und so weiter und so fort, das steht eben alles nicht auf der Homepage der Bundesärztekammer. Und das ist das Problem. Und es geht nicht darum, dass hier geworben werden soll für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist so eine böse Unterstellung. Das ist doch hier keine Debatte.
bekomme 3, zahle 2, sammeln Sie Punkte oder auf diese Praxis können Sie bauen. Das geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass wir den Frauen die Informationen zukommen lassen wollen, die sie brauchen. Und wir wollen das ungeborene Leben schützen. Und zwar nicht durch Strafandrohung. Was wir brauchen fürs ungeborene Leben, das ist bezahlbarer Wohnraum in entsprechender Größe, ordentliches Entgelt für die Frauen. Wir brauchen gute Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Damit schützen wir ungeborenes Leben und nicht durch Strafandrohung. Und um was es mir auch noch geht, dass diese Debatte heute auch in einem Kontext steht mit Debatten, die auf der ganzen Welt geführt werden. In Polen streiten die Frauen um ihr Recht auf Selbstbestimmung. In den USA streiten sie um ihr Recht auf Selbstbestimmung. Aber hier streiten wir nur, da streiten wir nur darum, hier streiten wir aktuell nur darum, ob Ärzte ihre Patientinnen informieren dürfen. Umsonst nichts. Und deshalb ist es gut, dass wir den 219a streichen und den Kampf als solchen werden wir weiterführen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Kollegin Breimer, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Mit dem Ende der Rede hat sich auch die Frage einer Zwischenfrage erledigt. So, und das war dann hier diese Debatte, die doch in weiten Teilen sehr sachorientiert war, aber doch bei diesem Thema hat man gemerkt, dass es eben ein emotionales Thema ist, das viele auch beschäftigt, persönlich angreift, wenn denn hier im Plenum eine andere als ihre Meinung vertreten wird. Das Thema wird wieder hier im Bundestag diskutiert, nachdem es in den entsprechenden Ausschüssen auch noch mal beraten wurde.